Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nach so langer Zeit. Ja, ich bin back. Ich weiß noch nicht, wie lange, weil ich ja momentan eine stressige Phase in meiner Schulzeit habe. Es sind Ferien, deshalb kann ich das Video jetzt drehen. Und vielleicht kann ich auch einige Videos vordrehen, aber mal gucken, wie es wird. Ich versuche es jedenfalls wieder regelmäßig Videos zu posten und notfalls nur einmal die Woche. Es ist endlich das Video, wo ihr ewig lang drauf gewartet habt, und zwar peinliche Fragen Video. Ihr habt mir die peinlichen Fragen gestellt, meine Mama hat sie rausgesucht. Fangen wir direkt mal an. Ja, ich muss mit meinem Handy filmen, deshalb habe ich hier das alte Handy. Hast du peinliche Stories in der Schule gehabt? Nicht unbedingt, aber ich glaube, ich habe das schon mal in einem Video erzählt. Hannah und ich und zwei Freundinnen hatten ja dieses Shaken, Booty Shaken an der Wand geübt. Und unsere Lehrerin kam rein und hat Hannah erwischt. Und das war für uns voll unangenehm. Und dann ist sie in Ruhe weiter auf Toilette gegangen und wir sind schnell rausgegangen. Es war auf jeden Fall unangenehm. Aber für mich persönlich war das jetzt nicht so unangenehm wie für Hannah. Aber sonst fällt mir jetzt gar keine peinliche Schulstory ein. Außer, dass eine Lehrerin der 6. Klasse mal gedacht hat, dass ich meine Unterschrift gefälscht habe. Obwohl das nicht so war. Und es war aber auch keine peinliche Story, sondern eher eine unangenehme. Nee, wie würde ich es sagen? Es war keine peinliche Story, aber es war keine schöne. Nächste Frage. Hast du schon mal überlegt, was mit dem anderen Geschlecht anzufangen? Nein. Also wirklich nicht. Ich finde Frauen ästhetisch. Ich finde sie hübsch und so. Und Girl Support Girls jederzeit. Aber was mit dem anderen Geschlecht anzufangen? Eher weniger. Gut, nächste Frage. Hast du einen Crush? Ja. Das letzte, was du bei Google gesucht hast. Ja. Blende ich euch hier ein. Ja. Spricht für sich, ne? Peinlichstes Foto von mir. Ich habe viele peinliche Videos, aber peinlichstes Foto suche ich euch raus und blende es euch hier ein. Ist bestimmt kein cooles, ist bestimmt extrem peinlich, das Foto. Safe. Weil Hannah hat auch einige peinliche Fotos von mir gemacht und dann frage ich sie einfach und dann. Ja, egal. Eine kindische Sache, die du immer noch machst. Kindische Sache. Ja, definiert man kindisch, ne? Ja, ich baue genauso Scheiße. Und mache genauso dumme Witze. Und kann über jeden Scheiß lachen. Aber, ja. Keine Ahnung, ich glaube. Ja, das war's. Dann die längste Zeit, die du ohne Duschen und Baden verbracht hast, waren, glaube ich, 3 Tage. Und im Winter, weil im Sommer muss ich jeden Tag duschen oder jeden Tag 2 Mal. Also, weil diese Hitze, ne, die macht mich fertig. Aber ich glaube, 3 Mal war es. 3 Tage war es. Obwohl, definiert man Haare waschen mit oder nicht? Weil ohne Haare waschen waren es nur 2 Tage mit Haarwaschen und Streu. Das ist. Ja. Hast du jemals Küssen mit dir selbst geübt? Ja, habe ich. Auf Klassenfahrt mit Freundinnen anhand eines Apfels. Aber nur kurz. Nicht so intensiv und ja. Aber nur ausprobiert. Üben würde ich das nicht nennen, sondern ausprobiert. Unter der Dusche singen oder tanzen? Beides. Also ich kann nicht singen und unter der Dusche hört man das am wenigsten, so die anderen meine ich jetzt. Und unter der Dusche Musik anmachen, singen und tanzen, das gehört dazu. Was hast du getan, um zu versuchen, cooler zu sein? Gar nichts. Ich bin ich selbst und wenn Leute mich nicht cool finden, ist es halt so. Oder damals? Doch, damals war ich... bin ich hier neu eingezogen, habe ich so 20 Euro mitgenommen, um meinen Nachbarn bei Rewe was auszugeben. Ja.
Okay. Dann, wen würdest du auf gar keinen Fall nackt sehen wollen? Meine Lehrer. Weil das wäre wirklich cringe irgendwie. Hast du schon mal in den Pool gepinkelt? Was für ein Pool? Ich war noch nie in einem Pool. Naja, aber im Schwimmbad eigentlich nicht. Außer vielleicht, als ich ganz, ganz klein war. Aber nee, sonst nicht. Hast du jemals ein Kaugummi, das schon gekaut war, mit jemand anderem geteilt? Nein. Aber Bonbons mit meiner Mom damals, als ich klein war. Würde ich immer noch machen, weil meine Mom hat mich geboren so. Aber nee, Kaugummis nicht. Hast du jemals mal nach oder auf einer Achterbahn gekotzt? Nein. Aber Hannah und ich waren das erste Mal, also ich war das erste Mal im Phantasialand mit Hannah. Und ja, wir sind so oft Halokan und so gefahren, dass man am Ende kurz davor war, aber nein, habe ich noch nicht. Hattest du schon mal auf einer Party einen Abstoß? Ja, öfters. Öfters. Darauf bin ich nicht stolz und seitdem trinke ich auch kaum oder wenig Alkohol. Oder was mir auch schmeckt und nicht durcheinander, aber ich hatte schon ein, zwei Abstürze. Wie viel Zeit verbringst du durchschnittlich auf dem Klo? Eigentlich wenig, aber wenn man das Handy mit hat und dann spielt oder auf Social Media ist schon ein bisschen länger. Aber sonst eigentlich nur so 5 Minuten. Mit Handy so eine halbe Stunde. Was war die peinlichste WhatsApp-Nachricht, die du je bekommen hast? Müsste ich mal nachgucken. Wenn ich eine finde, blende ich sie euch hier ein. Aber aus dem Kopf wüsste ich es jetzt nicht. Luba, wir haben uns gerade einen Stern gekauft. Nina, Venni und ich haben uns einen Stern gekauft. Und er ist Hamindi. Und wir haben jetzt ein Zertifikat, dass wir einen Stern haben. Hast du einen peinlichen Spitznamen? Wenn ja, von wem hast du sie bekommen und warum? Ha, ja, ich habe einen peinlichen Spitznamen und zwar Lutschbar. Wir hatten in Geschichte Notenbesprechung und mein Lehrer hat halt Lutschbar rausgerufen und alle haben dann so gelacht und ich so, ja, eigentlich heiße ich Luba. Und ja, seitdem haben mich dann meine Mitschüler und auch die Parallelklassen Lutschbar genannt. Das war, glaube ich, in der 7. oder 6. Klasse. Das ist schon nicht so ein cooler Name, aber I don't give a fuck. Hattest du schon mal Sex? Ja, hatte ich. Lol. Was war das Peinlichste, was du auf einem Date erlebt hast? Habe ich eigentlich gar nicht so. Also peinliche Stille kennt ja jeder eigentlich. Und auch, ja, wenn man sich nicht so versteht und man merkt das und dann ist man so angespannt und versucht irgendwie die Stimmung aufrechtzuerhalten. Aber so was Peinliches wie, keine Ahnung, beim Essen kleckern oder Glas verschütten oder so auszusehen, hatte ich noch nicht. Und so peinlich ist es auch nicht, weil Fehler sind menschlich, aber ja. Wie war dein erster Kuss? Mein erster Kuss war sehr schön. Ja, sehr schön. Hast du schon mal jemanden deine falsche Telefonnummer gegeben? Öfter, ja. Anstatt Nein zu sagen, ich möchte nicht, habe ich dann den Leuten die Telefonnummer gegeben, um sie loszuwerden. Voll dumm. Aber die meisten, die mich dann gefragt haben, hören auch auf kein Nein. Und dann habe ich das halt so als Notlösung gehabt. Hast du jemals jemanden gestalkt? Also, reden wir vom Stalking-Stalking oder vom Internet-Stalking? Also, Internet, Social Media, Person googeln und gucken, mit wem die Person befreundet ist und so, klar. Also, klar, ne? Machen wahrscheinlich die Hälfte der Menschen, die Hälfte auch wiederum nicht. Ich schon. Ich will schon herausfinden, mit wem ich es zu tun habe. Und das mache ich dann auf die Variante. Aber sonst? Stalking? Nein. Das Peinlichste, was mir auf einem Treffen passiert ist. Oh mein Gott, ich habe mich mit einem alten Klassenkameraden, keine Ahnung, 9. Klasse oder so, getroffen gehabt. Und ich wollte mich nicht alleine treffen, weil wir haben uns so lange nicht gesehen. Und Hannah hat halt, ich weiß nicht, ob ich noch ein Bild von ihrem Outfit dann habe, aber ich glaube, ich blende es mal gleich hier ein. Ja, hat halt schwarze Sachen an, eine Jeansjacke und so. Und wir waren halt bei Macke's. Und dann war ich so, ja, Hannah, setz dich mal da und da hin. Sie wollte weiter wegsitzen. Ich so, nee, bleib mal da. Genau, und die Person hat es gemerkt. Ein alter Klassenkamerad. Und ich dachte, die Person kennt sie nicht, aber natürlich habe ich Hannah auch so auf Social Media gepostet und hatte sie halt als Profilbild mit. Und dann hat er sich zu ihr umgedreht und gesagt, meinst du, ich merke das nicht? Und das war mir so unangenehm.
Es war wirklich peinlich. Extremst peinlich, ja. Ja. Okay, Freunde, so, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich versuch's, dass jeden Donnerstag und jeden Sonntag 14 Uhr weiterhin neue Videos kommen. Ab jetzt. Und ja, folgt mir gerne auf Instagram. Da heiße ich Lubelli. Und ich poste da regelmäßig und versuche ich auch wieder mehr in meine Stories mitzunehmen. Und ja, wenn ihr weiter Fragen habt oder Q&As euch wünscht, schreibt sie mir gerne in die Kommentare oder per DM bei Instagram oder unter meinen Bildern als Frage. Dann sehe ich euch beim nächsten Video und schönen Tag noch.